Jo, herzlich willkommen zu diesem Video. Und ja, wollen wir noch mal ein bisschen weitermachen? Erstmal fortsetzen hier das Ganze. Ja. Ach ja, genau, er ist ja da hochgefahren. Verdammt! Uah. Von wo schießt ihr? Das wäre schon mal einer. Gib mir die Munition mit dem Ding hier noch aus, ja? Sehen nicht, seht ihr ihn? Könnt mir eh nicht helfen. Man hört ihn nur. Aber ich glaube, er ist. Aha. Ach, schade, keine Granaten. Löse ich denn das? Ja, lass mal gucken, was hier vielleicht noch drin ist. Aha. Okay. Ja, ich habe meinen. Mikrofon quasi mit dem ganzen USB-Teil mal ein bisschen anders hingestellt. Und vielleicht ist die Tastatur und die Maus ist nicht mehr so schlimm wie vorher. Das werden wir sehen. Tja, das war doch gut. So gefällt mir das. Das ist gut gelaufen. So. Stellt sich natürlich die Frage, irgendwie muss man glaube ich hoch und so, ne? Mal sehen. Ja, ich könnte theoretisch ein bisschen hier Action machen. Okay. Ich auch noch was finden. Aber anscheinend nicht so. Ich habe es einfach einen Polizisten hier. Naja. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus, oder wie? Ach, da in der Ecke. Okay. Das habe ich jetzt nicht gesehen. Na komm schon. Okay. Ja, so ein Painkiller mal eben nutzen hier. Von wo hat der mich jetzt erwischt? Das finde ich jetzt interessant. Hoch? Nee. Das geht nicht. Also komme ich gar nicht drum rum, dass ich hier hoch muss. Nee, geht auch nicht. Von wo hat er mich da erschossen? Man sieht doch da gar keinen. So ein Asshole. Ja, ich höre dich schießen, aber ich sehe dich nicht. Ist vielleicht hier auch? Nein. Boah, ich habe das echt vergessen, wie das hier weitergeht, ne? Wie kam man denn jetzt hier weiter? Von wo schießt der da, verdammt Axt? Ach, hier ist ein Fahrstuhl, ne? Genau.
Ach, von da drüben. Na, warte mal. Dich haben wir gleich. Das kriege ich auch von hier unten hin. Dieser Schniege. Du spinnst wohl, Alter. Mal schön die Desert Eagle geused hier. So, der Knopf jetzt. Was gehe ich ihn hier mal eben besuchen? Boah, ich total voll Munition, ne? Kann ich mir richtig wegbratzen hier. Na gut. Dann. Hol den. Boah. Ach Mann, ist das für eine Abfuckstelle hier wieder? Das gibt's doch gar nicht. Mach den kalt. Verpiss dich. Ah, er kommt da schon, ne? Uah. Piss dich mit deinen Scheißgranaten, Alter. Gibt's ja gar nicht. Oh, jetzt kann ich mir die ganze Munition erstmal wieder zurückholen, wa? Eigentlich an und für sich. Oh, da gab's da noch einen Painkiller oder was war das? Bisschen Desert Eagle. Tralala. Ach so, jetzt komme ich hier. Oder kann ich den Fahrstuhl nochmal rufen? Ja, doch, das geht. Glück gehabt. Ja, wenn wir die Munition haben, und sie von, das wollen wir die auch nutzen. Das ist ganz klar. Ihr verdammten Schweine, ey. Ruhe hier. Ja, Painkiller-Stand ist das ganz nett. So mit Health-Stand. Immer noch voll. Na gut, also Munitionsprobleme kriegen wir hier erstmal im Moment nicht so schnell. Was ja ganz nett ist. Oh shit. Das war jetzt taktisch vielleicht nicht so gut. Jetzt hätte ich die Granaten nämlich verschwendet. So habe ich mir das nicht gedacht. So habe ich mir das ganz und gar nicht gedacht. Kann ich da eine Granate durchschmeißen einfach direkt? Ne, das kann ich wohl knicken. Au, au, au.
Ja, ein bisschen sehr taktisch, ich weiß, aber was will man machen? Mir das nicht unnötig schwer machen. Das Spiel ist nämlich knackig genug eigentlich. Können wir nochmal zurückgehen. Vielleicht kriege ich noch ein bisschen Beretta-Ammo wieder hier. Und sowas alles. Ja, hier wäre schon mal ein bisschen Uzi. Ein bisschen Uzi. Ein bisschen mehr Schrotflinte könnte ich auch mal wieder nutzen anscheinend. Hat er hier noch was? Anscheinend nicht mehr. Oh. Gibt es da alles noch? So ein bisschen mehr Schrotflinte mal wieder nehmen hier. Jo, jo. Was alles so ist hier. Gucken, wie das hier weitergeht. Oh, Fausing Adaptiv ist aber eigentlich ganz nett. Shadowplay GeForce Experience sagt mir mal so etwas über 100 FPS an. Was sich recht gut spielt. Oh, da hätte ich auch was mit starten können, wa? Oh, das hätte sie ziemlich übel zerrissen, auf jeden Fall. Das steht außer Frage. Naja. Mal ein bisschen mit Geld um uns schmeißen, ist ja nicht unseres. Froggy Shit hier mal ein bisschen. Koffer ist ganz schön stabil. Tja. Ich hatte das mit Munition etwas schwieriger eigentlich in Erinnerung gehabt, aber gut. Es ist mehr das Überleben, was hier schwierig ist. Anscheinend. Es ist irgendwie komisch, dass er beim Springen so komische Slowdowns hat. Das kommt mir ja komisch vor. Aber na gut. FPS sinkt aber lustigerweise dabei nicht, steigt sogar. Interessanterweise. Hm. Na mal gucken, wie geht's denn weiter hier? Hier bin ich nicht reingekommen, eben da oben. Gut, ist zu. Ja, aber anscheinend geht's hier rein. Storytelling, okay. Dann wollen wir mal. Payne kann sich nicht länger verstecken. Wir stehen kurz vor seiner Verhaftung. Ich gebe dann eine komplette Stellungnahme ab. Im Augenblick habe ich etwas Besseres zu tun, Ma'am. Besser Deputy Chief Jim Ravura vom NYPD. Kein weiterer Kommentar zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Abgesehen von seinen seltsamen Essgewohnheiten war Ravura ein guter Mann. In dieser Sache hat uns das Schicksal jedoch auf entgegengesetzte Seiten gestellt. Was meine Verhaftung betraf, hatte er sich jedoch ein wenig überschätzt. Ich hatte die Cops bereits ein paar Wochen zuvor abgeschüttelt. Fürs Erste.
Tja, okay. Und hier möchte ich dann gerne erstmal einen Cut machen.